Herzlich willkommen, Leute, zu einem neuen Test. Heute gibt es Kanonschläge, jede Menge. Ein großer Kanonschlagvergleich, und zwar einmal die Kanonschläge von der Firma Sauer, dann den Fire Event Donnerschlag und hier die Pyro Union Kanonschläge. Richtig nice. Mit was fangen wir an? Wir fangen einfach mal die goldene Mitte. Machen wir mal Fire Event Donnerschlag. Ja, die waren jetzt nicht so gut, aber dennoch in Ordnung. Also machen wir gleich mal die zwei Stück hier noch. Ich würde sagen, ja, die sind in Ordnung. Jetzt keine besondere Kaufempfehlung. Deswegen zeige ich euch jetzt mal richtig gute Kanonschläge. Und zwar die von Pyro Union. Also ich glaube, ihr habt den Unterschied gehört. Das ist einfach richtig Wahnsinn, was da rauskommt. Deswegen jetzt gleich noch den grauen. Boah, alter Schwede. Und jetzt hier noch den letzten Pyro Union Kanonschlag. Den stellt man am besten wirklich hin. Kanonschläge kommen immer am besten, wenn man die hinstellt. Wirklich absolut druckvoll. Und jetzt bin ich wirklich sehr gespannt, was die Firma Sauer, also das ist eine deutsche Firma, die diese Kanonschläge produziert, was die drauf haben. Habe ich selbst noch nicht getestet, deswegen ab geht's. Ja, sie sind auch gut. Würde ich jetzt sagen, besser als die Fire Event Donnerschlag, aber nicht besser als die Pyro Union. So, machen wir gleich mal zwei Stück. Also mein Fazit, Fire Event Donnerschlag Platz 3, Platz 2 die Kanonschläge von der Firma Sauer. Und Platz 1, durch Zufall habe ich hier noch eine Packung, die Kanonschläge von der Firma Pyro Union. Das ist der absolute Wahnsinn, aber hier kostet natürlich auch ein Kanonschlag ca. 3,50 €. Aber die sind es absolut wert, ihr habt es ja im Video gehört. Die sind richtig, richtig druckvoll.